Hallo liebe Zuschauer, heute gibt es mal wieder was zu gewinnen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Gewinnspiel. Elias, die dürfen jetzt gar nicht kommentieren, gell? Das sehen sie jetzt. Die denken, hey, wie soll man jetzt was gewinnen? Keine Sorge, ihr schickt uns nämlich eine Mail. Weil, wenn ihr da kommentiert, ihr müsst nämlich die Lösungen kommentieren. Und das könnt ihr nicht, deswegen müsst ihr eine Mail schicken. Ihr schickt also mit den drei Begriffen, die wir jetzt gleich suchen, eine Mail an spieleblog@aol.de und schreibt dort die drei Begriffe dann einfach in den Kommentar. Ihr braucht noch nicht die Adresse reinschreiben. Wenn ihr es machen wollt, könnt ihr es. Ansonsten ermittle ich das. Im Nachgang steht alles in der Beschreibung technisch. Und dann werde ich den oder diejenige anschreiben. Und die bekommen dann ein Riesenpaket von Piatnik. Und zwar ein Riesen-Activity-Paket. Ja, wir haben jetzt gerade wieder Activity Junior gespielt. Da geht es um Pantomime, Zeichnen etc. Darstellen war dabei, genau. Und ich war richtig toll im Malen. Deswegen darf ich diesmal nicht malen. Das heißt, den ersten Begriff, den ihr jetzt erraten müsst, den malt die Alina. Die Alina malt jetzt. Und ihr seht es in der einzelnen Kameraeinstellung. Und wir sagen nichts dazu. Das heißt, ihr müsst erraten, was die Alina jetzt malt. Hast du toll gemacht. Sogar der Papa ist da drauf gekommen. Und das müsst ihr erraten. So, das ist das Erste. Wir sagen nichts dazu, Alina. Genau, die Zuschauer sehen das hier in der einen Kamera. In der Kamera sehen sie, kannst du es liegen lassen. Und mehr machen wir nicht dazu. Willst du noch was dazu? Nee, es reicht, oder? Machst du was dazu? Hat jetzt keiner gehört, was da noch dazu kommt? Genau, und da kommt noch was dazu. Okay, jetzt ist der Elias dran. Der Elias hat gesagt, er will auch was malen. Du darfst bei dir malen, dann schieben wir es rüber, je nachdem. Und dann stelle ich noch was da. Ganz klar. So, der Elias malt jetzt auch. Ihr seht ihn doch teilweise, seht ihr nicht. Ich halte es aber nachher noch in die eine Kamera. Was musst du malen? Ich weiß gar nicht, was sie sich überlegt haben. Ah ja, okay. Ich will dir nicht fragen. So, und ich hoffe, ihr bekommt das auch alles raus, weil ihr müsst die drei Begriffe uns per Mail schicken. Ja, mal heute keine Kommentierung, aber ja, es wäre ja sonst zu einfach oder sonst gewinnt der Erste und ihr sollt alle eine Chance haben. Der Elias braucht vielleicht ein bisschen länger, aber wir haben ja Zeit. Ich hoffe, die Gewinnspieler haben bis euch auch Spaß gemacht. Ich habe gedacht, die Art und Weise stelle ich euch einfach mal auf die Weise dann vor. Spare ich mir auch das Porto dieses Mal, das übernimmt dann der Verlag und ihr bekommt ein tolles Paket. Übrigens, das Activity Junior, was wir gespielt haben, ist ab 8 Jahre. Denkt man, kann es die Alina schon spielen? Ja, sie kann schon ein bisschen lesen. Erste Klasse, sie kommt super mit klar. Also es ist ein Spiel durchaus für, ja, erste, zweite Klasse. Da könnt ihr auf jeden Fall anfangen. 4 bis 12 Spieler, das ist das Einzige, wo mich ein bisschen stört. Ihr müsst halt ein Team sein, wo ihr dann gegeneinander spielen könnt. Wir spielen, die Mama sitzt da drüben, schaut auf die Kameras, da passt es nämlich, weil wir können das Ganze gut zu viert spielen. Ansonsten könnt ihr es auch mit Freundinnen oder Freunden, die dann zu Besuch kommen, dann spielen. So, Elias, jetzt legst du in die Mitte. Warte mal, Alina, wir legen es so hin, sehen es die Zuschauer. Das ist das Zweite, was ihr erraten müsst. Das heißt, was hat der Elias hier gezeichnet? Was hat die Alina hier gezeichnet? Und jetzt fehlt noch das Letzte. Und das mache ich in dem Fall als Darstellung. Wir verraten nichts. Ich zeige es nochmal. So, und die drei Begriffe suchen wir. Wie lange das Gewinnspiel läuft, das steht alles in der Beschreibung drin. Wie gesagt, ihr schreibt eine Mail an spieleblog@aol.de in dem Fall. Da schreibt ihr die drei, ja, Begriffe dann rein. Und dann werden wir das nach dem Zeitfenster, steht ja alles in der Beschreibung, werden wir das zufällig ermitteln. Klar, ihr müsst schon die richtige Lösung haben, das ist ganz klar. Ohne Gewehr etc. Die ganzen rechtlichen Linien kennt ihr ja alles unten in der Beschreibung. Und dann bekommt ihr eine Rückinfo, beziehungsweise, ja, ich werde euch auf jeden Fall informieren, wenn ihr gewonnen habt. Und das Paket folgt dann direkt von dem Verlag. Das war in dem Fall was zu Activity Junior. Ja, Activity gibt es, sehr bekannte Reihe in dem Fall für Jung und Alt. Gibt es schon richtig lange. Die Alina zeigt dir nochmal die Bilder ein bisschen hier. Das, meinst du, das kriegen sie raus? Meinst du, das kriegen sie raus? Ja, ich denke auch. Also zwei der Sachen hätte ich auf jeden Fall rausbekommen. Beim dritten hätte ich typischerweise wieder länger gebraucht. Wir spielen jetzt hier weiter. In dem Fall seht ihr, jetzt ist nämlich aufgebaut. So sieht es nämlich aktuell aus. Ja? Doch in der einen Kamera. In der oberen Kamera sieht man es. Hier in dem Fall, das ist der Rundkurs. Am Anfang muss man zeichnen und wir spielen das Ganze mit zwei Teams. So, das war's in dem Fall. Herzlichen Dank übrigens an Piatnik für die Idee. Tolle Idee. Mal ein Riesenpaket. Ich freue mich und wie gesagt, euch wünsche ich auf jeden Fall
jeden Fall viel Glück. Das Ganze wird wieder wie immer zufällig ermittelt. Das war's von meiner Seite. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.